Portugal bietet viele Vorteile, eine hohe Lebensqualität, eine atemberaubende und vielfältige Natur mit tropischen Inseln im Atlantik und eine vielseitige Kultur mit abwechslungsreicher Küche. Außerdem gilt Portugal als ein strategisch sicherer Ort, da es selbst im Zweiten Weltkrieg als sicherer Rückzugsort galt. Bei den Vorteilen, die Portugal bietet, ist es nicht verwunderlich, dass es eine beliebte Auswanderungsdestination der Deutschen ist. Und vor allem bei Rentnern liegt Portugal im Trend, denn Portugal bietet starke Anreize dafür, seine besten Jahre in diesem Land zu verbringen. Doch wie in jedem Land gibt es auch in Portugal einige Nachteile, die es im Falle einer Auswanderung zu berücksichtigen gilt. Gehen wir auf diese Nachteile ein und beginnen wir mit dem portugiesischen Arbeitsmarkt. Das monatliche mediane Nettoeinkommen in Portugal liegt bei 1.002 Euro, was international gesehen nicht tief ist, aber niedriger als in vielen west- und mitteleuropäischen Ländern. Estland, Tschechien oder das benachbarte Spanien zum Beispiel haben höhere Medianlöhne, was du berücksichtigen solltest, wenn du planst, in Portugal zu arbeiten. Auch wenn die Lebenshaltungskosten in Portugal relativ niedrig sind, so sind es die Gehälter ebenso. Außerdem gibt es nur begrenzte Beschäftigungsmöglichkeiten in spezialisierten Bereichen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,6%, die Jugendarbeitslosenquote jedoch bei stolzen 23,4%. Wenn du über das Internet aus arbeiten kannst oder über genügend Ersparnisse für ein komfortables Leben in Portugal verfügst, dann spielt dieser Nachteil eine untergeordnete Rolle. Ein weiterer Nachteil Portugals ist die Bürokratie. Sowohl Portugiesen als auch Ausländer sind sich einig, dass die Bürokratie im Lande ein Problem ist, das du im Falle einer Auswanderung in Kauf nehmen musst. Vor allem, wenn du dich für eine Auswanderung nach Portugal interessierst, solltest du bedenken, dass du dich an die hohe Bürokratie gewöhnen musst. Fairerweise muss man sagen, dass dies in vielen, aber nicht allen europäischen Ländern ein Problem ist. Kehren wir kurz zu den Finanzen zurück und betrachten wir die Preise für einige Konsumgüter. Während die allgemeinen Lebenshaltungskosten nicht allzu hoch sind und zum Beispiel preiswerte, frisch angebaute Lebensmittel aus der Region von Auswanderern geschätzt werden, haben einige Konsumgüter wie Kleidung und Elektronik einen hohen Preis. Dieser Nachteil wird signifikanter, wenn du dich für eine Auswanderung auf eine der portugiesischen Inseln im Atlantik interessierst. Auf Madeira oder den Azoren müssen alle Produkte, die nicht vor Ort hergestellt werden, importiert werden. Dennoch sind die Lebenshaltungskosten in Funchal etwa 18% niedriger als die in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Es hängt also wirklich von der Region und der Art des Konsumguts ab, was du suchst, und wir können hier keine allgemeinen Schlussfolgerungen ziehen. Das Klima in Portugal ist einer der Hauptgründe für dessen Beliebtheit. Vielen ist jedoch nicht bewusst, dass es in Portugal auch viel regnet, vor allem im Norden. In London, das international für sein regnerisches Wetter bekannt ist, fallen etwa 615 mm Regen pro Jahr. In Porto, der zweitgrößten Stadt Portugals, regnet es dagegen über 1230 mm pro Jahr, mehr als doppelt so viel wie in London. Im Allgemeinen gilt, je weiter südlich du reist, desto weniger Regen kannst du erwarten. In Lissabon kann man mit 770 mm Regen rechnen, immer noch mehr als in London, und in Faro, einer Stadt in der Algarve, kann man mit etwa 520 mm Niederschlag rechnen. Auch wenn es im Sommer sehr heiß werden kann, solltest du einen Regenschirm mitnehmen, falls du dich für eine Auswanderung nach Portugal interessierst. In einigen Regionen ist auch der Nebel ein täglicher Begleiter, vor allem in den Wintermonaten. In Kombination mit dem Regen können sich die Wintermonate deprimierend anfühlen. Andererseits stellen sie einen guten Kontrast zu den warmen Sommermonaten dar. Ein weiterer Nachteil ist die Tatsache, dass viele Häuser nicht genug gegen die kalten Temperaturen im Winter gewappnet sind. Sie wurden nicht für die kalten Wintermonate gebaut und verfügen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern über weniger Anpassungen wie Doppelfenster, Zentralheizung oder angemessene Isolierung. Daher liest man online über Auswanderer, die sich über die Kälte in Portugal beklagen. Viele Häuser wurden nur für den Sommer gebaut. Und das macht auch Sinn, denn die meiste Zeit des Jahres wird ja keine Heizung benötigt, aber dann gibt es Tage, an denen die Temperaturen fallen und eine gute Isolierung erforderlich wäre. Offenbar dinieren Leute in Restaurants, in denen keine Heizungen installiert sind, sogar währenddem sie ihre Jacken anhaben. Das ist doch unerhört. Wenn du nach Portugal auswanderst, musst du natürlich die Sprachbarriere berücksichtigen. Portugiesisch gilt als eine schwer zu erlernende Sprache, aber zum Glück ist Englisch in Portugal recht weit verbreitet, vor allem in den großen Städten und den touristischen Regionen. In der Tat gibt es viele Ausländer, die problemlos nur in Englisch kommunizieren, aber das Erlernen der portugiesischen Sprache zeigt dennoch, dass du bereit bist, dich in die portugiesische Kultur zu integrieren. Außerdem kannst du dich so besser mit den Einheimischen vernetzen und das Erlernen der portugiesischen
portugiesischen Sprache sollte schon ein Teil deines Unterfangens sein, sich ein neues Leben in Portugal aufzubauen. Genau wie im benachbarten Spanien können Expats das langsame Lebenstempo anfangs als etwas frustrierend empfinden. Die Einheimischen haben es im Allgemeinen nicht eilig und Probleme werden gerne aufgeschoben. Das ist nicht unbedingt ein Nachteil, aber etwas, an was du dich einfach gewöhnen musst. In einigen Online-Berichten habe ich gelesen, dass die Portugiesen offenbar nicht dafür bekannt sind, sich ganz pflichtbewusst an Verkehrsregeln zu halten. Auf portugiesischen Straßen werden Geschwindigkeitsüberschreitungen, das Ignorieren von Verkehrsschildern oder das Überholen auf einer beliebigen Seite oft beobachtet. Dies ist natürlich eine Verallgemeinerung, aber es kann nicht schaden, sich dessen bewusst zu sein. Es kommt auch häufig vor, dass Autos auf den Gehwegen geparkt sind und den für Fußgänger vorgesehenen Platz einnehmen. Vorhin habe ich ja angesprochen, dass die Häuser und Wohnungen in Portugal nicht besonders gut isoliert sind. Dies begünstigt auch die Ausbreitung von Lärm, vor allem in Wohnungen. Aber auch Häuser sind von Lärmproblemen nicht befreit. Das Bellen von Hunden, das manchmal die ganze Nacht hindurch zu hören ist, kann in ländlichen Gebieten vorkommen. Natürlich hängt das stark von der jeweiligen Wohnung ab und natürlich auch von den Nachbarn, aber dennoch macht es Sinn, sich die Lärmbelästigung etwas genauer anzuschauen, bevor man einen langfristigen Mietvertrag unterschreibt oder sogar eine Immobilie kauft. Und auch hier muss man anmerken, dass es nicht nur ein Problem Portugals ist, sondern auch in anderen Ländern Südeuropas beobachtet werden kann. Portugal ist bekannt für die Strände und das Meer und doch sind Touristen und Auswanderer überrascht, wie kalt das Wasser an den Küsten Portugals ist. Denn es handelt sich nicht um das Mittelmeer, sondern um den Atlantischen Ozean. Der Kanarenstrom bringt kühles Meerwasser an die Küsten Portugals. Mit schön warmen Wassertemperaturen kannst du also nicht rechnen. Doch falls du eh nicht so eine Wasserratte bist, dann wird dich dieser Nachteil nicht allzu sehr betreffen. Und wenn du ein Surfer bist, dann kann die Qualität der Wellen die Wassertemperatur ausgleichen. In den letzten Jahren hat der Tourismus in Portugal einen Boom erlebt. Im Jahre 2019 besuchten 27 Millionen Touristen Portugal, was für ein Land mit etwas über 10 Millionen Einwohnern sehr viel ist. Vor allem Lissabon hat sich zu einem der beliebtesten Reiseziele entwickelt und zieht Millionen von Touristen aus aller Welt an. Obwohl der Tourismus ein wichtiger Teil der Wirtschaft und damit eine signifikante Einnahmequelle vieler Betriebe ist, kommt ein solcher Ansturm an Touristen auch mit Nachteilen einher. Überfüllte Gassen, lange Warteschlangen, Schmutz und Lärm können beobachtet werden. Wenn man sich aber abseits von touristischen Orten aufhält, dann wird man natürlich nichts davon mitbekommen. Wie immer ist der letzte Nachteil eine nicht ganz ernst gemeinte Tatsache. Rechne damit, nach deiner Auswanderung nach Portugal ein paar Kilo zuzunehmen. Portugal hat eine großartige Küche mit vielen frischen regionalen Zutaten, einer großen Auswahl an Meeresfrüchten und Fischen sowie hervorragende Weine. Mache dich also auf köstliche kulinarische Erlebnisse gefasst und sei beim Anblick der Waage am nächsten Morgen nicht schockiert, sondern denke zurück an die deliziösen Speisen, die du genießen durftest. Habe ich einen Nachteil vergessen, dann lass es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Alle Quellen sind wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt.